Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Schulmusikabend des Marianum in Fulda, hier im Städtischen Schlosstheater, heiße ich Sie auf das Allerherzlichste willkommen. Bevor ich nun einzelne Ehrengäste namentlich willkommen heiße, darf ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die besten Grüße von Herrn Oberbürgermeister Dr. Alois Riehl bestellen, der heute Abend leider nicht hier sein kann. Er wünscht unserer Veranstaltung allerdings einen guten Verlauf. Weiterhin lässt Sie der in das Amt des Generalvikar berufene noch Schulpfarrer der Amöneburg, Herr Peter Martin Schmidt, ganz herzlich grüßen. Er hat heute Nachmittag noch einmal an der Schule angerufen und der Veranstaltung ebenfalls einen schönen Verlauf gewünscht. An der Spitze der Ehrengäste möchte ich nun den Geschäftsführer der Stiftung Marianum, Herrn leitenden Schulamtsdirektor Winfried Engel, mit seiner Gattin begrüßen und willkommen heißen. Frau Engel und Herr Engel, ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Aus dem Kuratorium heiße ich Herrn Dr. Post und Herrn Betz herzlich willkommen. Auch dem Vorsitzenden des Schulelternbeirates, Herrn Hubert Schulte, sowie dem Vorsitzenden des Fördervereins unserer Schule, Herrn Thomas Bolz, gilt mein Willkommensgruß. Begrüßen möchte ich auch ganz herzlich die Mitglieder des Ordens der Marianisten, unter ihnen mein Amtsvorgänger Dr. Josef Gossenreiter. Vorvorgänger im Amt, Herr Pater Leopold Herbst. Herzlich willkommen. Ich komme nun, meine Damen und Herren, zu den externen Musiklehrern, die an unserer Schule ein- und ausgehen und uns wöchentlich helfen. Ich heiße den Leiter der Städtischen Musikschule, Herrn Frey, sowie Herrn Berg, ebenfalls von der Städtischen Musikschule, ganz herzlich willkommen. Ich darf ergänzen, dass Herr Berg uns seit vielen Jahren schon immer wieder hilft, unsere Musiker hier an der Schule auszubilden. Auch dafür von hier aus ein ganz herzliches Dankeschön. Ich begrüße natürlich auch Sie, liebe Eltern, Freunde und Verwandte unserer Schülerinnen und Schüler. Ich heiße meine Kolleginnen und Kollegen, besonders Herrn Rektor Schnorr, der im Hintergrund sich derzeit aufhält, und Herrn Studiendirektor Weber, die Vertreter der Presse und nicht zuletzt euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ganz herzlich willkommen, die ihr aktiv und zum Teil auch passiv an diesem Abend teilnehmt. Meine Damen und Herren, mit großer Freude und ich gestehe es auch gerne ein, mit großer Spannung sehe ich dem heutigen Abend entgegen. Heute Abend soll nämlich die gesamte Bandbreite musikpädagogischen Arbeitens am Marianum zur Aufführung gebracht werden. Sie hören heute Abend den Knabenchor und den Chor der Klassen 6 unter der Leitung von Herrn Martin Fahnung, die Bläserklasse 6 und die Bläserklasse 7 unter der bewährten Stabführung von Herrn Karl-Heinz Vogel, die Schülerband und die Lehrerband Peer 17. Schon jetzt danke ich allen Verantwortlichen und Mitwirkenden sowie den vielen, vielen Helfern, die weibliche Form ist immer mit gemeint, für die Organisation und das Zustandekommen des heutigen Abends.
Ein ganz herzliches Dankeschön. Meine Damen und Herren, Sie werden heute Abend ein buntes Programm von heiter bis ernst, von klassisch bis modern, von lustig bis tiefgründig erleben. Und weil Musik, so wie unsere Gruppen sie hier am Marianum verstehen, nicht nur Freude machen und bereiten soll, sondern auch Gemeinschaften festigen und unterstützen will, haben wir auch über den eigenen Tellerrand hinweg geschaut, in eine bundesdeutsche Region, mit der wir seit dem Jahre 1990 recht eng verbunden sind. Es sind die Sänger der Dresdner Kapellknaben. Als ich in den letzten Tagen die Meldungen über die Flutkatastrophe in und um Dresden in den Medien überschlugen, haben wir mit Dresden recht bald telefoniert, um zu hören, wie es den Kapellknaben denn geht. Zum Glück war das Wasser in diesen Teil Dresdens noch nicht gekommen. Aber die Wohnungen vieler Familien der Schüler des Benno-Gymnasiums, der Schule, die von den meisten Schülern der Kapellknaben besucht wird, waren überschwemmt oder zerstört. Und so nahmen wir Kontakt zu dem Leiter des dortigen Gymnasiums auf, um den betreffenden Familien vor Ort zu helfen und ihnen unsere Solidarität zu bekunden. Nach den letzten ganz konkreten Aktionen an unserer Schule soll deshalb auch ein Teil des Erlöses aus dem heutigen Abend den Flutopfern zugutekommen. Das bischöfliche Generalvikariat in Dresden wird uns dabei behilflich sein, in Dresden selbst und in den entlegeneren Gebieten um Dresden Familien zu finden, denen geholfen werden muss. Meine Damen und Herren, verstehen Sie in diesem Sinn auch den Titel des heutigen Abends, Zwischen Himmel und Erde. Ich wünsche Ihnen für den heutigen Abend viel Vergnügen, beste Unterhaltung und durch das Programm werden Sie führen Frau Henrike Stufe, sie wird gleich kommen, und unser Schulsprecher Sebastian Leitsch. Viel Vergnügen. Guten Abend, liebe Gäste. Ein herzliches Willkommen sagen auch wir Ihnen. Wir freuen uns, Ihnen heute Abend Musik in verschiedenen Schattierungen und Stilrichtungen vorführen zu können. Es ist für uns eine besondere Freude, Sie durch das Programm führen zu dürfen. Die Musik soll uns heute Abend wieder ein Stück enger zusammenführen. Das ist aber nicht alles. Sie kann Grenzen überwinden helfen, so wie es das Lied ausdrückt, das ich Ihnen nun zu Beginn unseres Programms singen möchte. Vielleicht kennen Sie es schon. Es könnte zum Motto unseres heutigen Abends werden. Wenn Sie möchten, können Sie auch ein wenig mitsingen. Das Frieden werde uns.
Besondere Freude, Ihnen den nächsten Programmpunkt des heutigen Abends ankündigen zu können. Der Knabenchor unserer Schule unter Leitung von Herrn Martin Farmer. Der Chor unternimmt, wie Sie wissen werden, in jedem Jahr eine große Konzertreise. Im Jahr 1990, also kurz nach der Wende, waren die Sänger bei den Dresdner Kapellknaben zu Gast. Den älteren Sängern dürfte es ein unvergessliches gewesen sein, mit welch aufopferungsvoller Gastfreundschaft man uns unter damals äußerst schwierigen Bedingungen aufgenommen hatte. Auch für unsere Freunde in Dresden machen wir, wie Sie eingangs von den Schöpfern gehört haben, Musik. Freuen wir uns nun auf den Knabenchor Marianum Fuller. Oh, happy day.
und Henrike. Alle drei waren oder sind Schülerinnen des Marianums. Alle drei tragen den gleichen Nachnamen. Besk, sie sind Schwester. Last but not least, Vater Eckhard Besk haben sie vorher bereits im Knabenchor sehen können. Herr Besk ist Mathematiklehrer am Marianum. Er könnte uns jetzt mit Leichtigkeit ausrechnen, wie viel Prozent aller erklungenen Töne des heutigen Abends von seiner Familie beigesteuert wurden. Herzlichen Dank für diese Musizierfreude. Hanna Besk hat übrigens in diesem Jahr ihr Abitur absolviert und wird dank unserer guten Kontakte für 9 Monate nach Australien gehen können. Danach möchte sie Tiermedizin studieren. Henrike besucht momentan die Jahrgangsstufe 12 und Hilke ist in der 10. Klasse des Marianums. Nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit den drei Besks. Hanna an der Altflöte, Henrike an der Tenorflöte, Hilke an der Sopranflöte. Eine große Bitte noch, applaudieren Sie bitte erst am Ende der 5 Sätze. Danke.
Klassen der letztjährigen Jahrgangsstufen 5 und 6 sind eigentlich das jüngste musikalische Kind des Marianums. Dieses Angebot, ein Blasinstrument während der regulären Schulzeit am Vormittag zu erlernen, gibt es nämlich erst seit 2 Jahren an unserer Schule. Jede Jahrgangsstufe 5 und 6 hat während des normalen Vormittagsunterrichts 3 Stunden Unterricht. Neben Einzel- und Gesamtproben findet in dieser Zeit auch ein Gruppenunterricht statt, der einmal wöchentlich auch von 3 Instrumentallehrern der städtischen Musikschule begleitet wird. Für diese Kooperation sind wir dem Leiter der Musikschule, Herrn Frey, und seinen Mitarbeitern, Frau Mackenroth, Herr Berg und Herrn Fautz, sehr dankbar. Die Schülerinnen und Schüler, die nun hinter uns zu sehen sind, haben vor genau einem Jahr mit der Ausbildung auf ihrem Instrument begonnen und musizierten als erstes Werk für sie heute Abend ein Menuett von Johann Sebastian Bach. Nun folgt ein Stück aus dem gleichnamigen Film im Jahr 1954, Love Me Tender, dargeboten von der Bläserklasse des Marianums Fulda. Posaunen-Glissando vorgestellt. Der Solist des heutigen Abends ist Peter Körbel. John Higgins schrieb die Komposition Hard Rock Blues, bei dem die Bläserklasse im ständigen Wechsel mit dem Schlagzeuger steht. Heute Abend unterstützt uns Martin Storch aus der 10b. Doch zunächst hören Sie das altjiddische Festlied mit dem Titel My Dirtle. Thank you.
27 ist mehr als über alle anderen Werke Beethovens geschrieben und geschwärmt worden. Die schwärmerische Missdeutung, Beethoven habe diese Sonate seiner unbekannten, unsterblich Geliebten gewidmet, führte zu der Benennung Mondscheinsonate. Der dritte Satz, Presto Agitato, ist als Finale der gewichtigste Teil des Werkes. Gleichsam gehört es wohl mit zu den schwierigsten Werken der Klavierliteratur. Adriano Santrin, Schüler der Jahrgangsstufe 12, wird uns nun diesen berühmten Satz der Mondscheinsonate interpretieren und das völlig auswendig. Adriano ist Sänger im Knabenchor und übernimmt dort auch immer wieder die Aufgabe als Klavierbegleiter. Seit dem 6. Lebensjahr erhält er bei Herrn Fahnen Klavierunterricht und hat bei den unterschiedlichsten Anlässen schon das Publikum aufhorchen lassen, auch letztes Jahr beim Schulmusikabend. Er wird nachher als Klavierbegleitung noch einmal zu hören sein. Thank you.
Heute Abend geht für die Bläserklasse 7 in dieser Besetzung das zu Ende, was vor 2 Jahren so erfolgreich startete. Konzerte in der Aula der Alten Universität, im Fuldaer Fürstensaal, eine gemeinsame Veranstaltung mit der Musikschule Fulda, der Energy Day auf dem ÜWAG-Gelände, die Verabschiedungsfeierlichkeiten von Herrn Dr. Gossenreiter, Gottesdienste und Einschulungen der neuen Klassen 5, das weihnachtliche Musizieren in der Stadtpfarrkirche, auf dem Weihnachtsmarkt in Fulda und die Auftritte beim Jugendfestival in Delus standen auf dem Konzertplan. Und so haben diese jungen Musiker mit ihrem Musizieren einigen tausend Menschen viel Freude bereitet. Vielen Dank dafür. Etliche haben sich nun auch schon dazu entschlossen, in einer neuen Formation des neuen Blasorchesters am Marianum mitzuwirken. Die erste Probe findet in der nächsten Woche statt. Wir wünschen euch viel Freude in der neuen Formation. Nach der Musette von Johann Sebastian Bach hören Sie, liebe Zuhörer, aus der Unterrichtsliteratur nun folgende Titel. Rock für zwei, Smooth as Glass, Synkopenrock und das amerikanische Spiritual Oh When the Saints. Thank you.
Klasse auch einige Querflöten gesehen. Dass sich dieses Instrument mit seinen warmen, tragfähigen Tönen auch hervorragend als Soloinstrument eignet, wird uns nun Sabine Faulstich zeigen. Sabine hat sich jetzt kürzlich nach Absolvieren ihrer Fachhochschulreife dazu entschlossen, einen musikalischen Weg bei der Bundeswehr zu gehen. Sie hat es im April diesen Jahres geschafft, die anspruchsvolle musikalische wie sportliche Aufnahmeprüfung zur Militärmusikerin erfolgreich zu absolvieren. Ab dem 1. Oktober wird Sabine die Grundausbildung bei der Bundeswehr beginnen. Anschließend beginnt für sie eine viersemestrige musikalische Ausbildung beim Ausbildungschor der Bundeswehr in Hilden. Wir hören nun von ihr das Andante in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Adriano Santrin begleitet am Klavier.
20 Kinder gemeinsam singen wollen, dann muss das gut geplant sein. Besonders dann, wenn sie bei unterschiedlichen Lehrern Musikunterricht haben. Dass es trotzdem gelungen ist, die Proben des Chores der Klassen 6 zu koordinieren, ist schon erwähnenswert. Herr Fahnung und Herr Vogel haben berichtet, dass einige der Texte mit den Schülern verändert worden sind. Selten haben wir so viel gemeinsam gelacht wie bei der Texterarbeitungsphase, sagt man. Aber nicht nur der Spaß war den Kindern bei der Vorbereitung des heutigen Abends wichtig. Sie wollen mit dem Lied dem Friedensmaler an die Menschen erinnern, die am 11. September 2001, fast genau vor einem Jahr, in New York ihr Leben verloren haben. Die Illustration hat, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder Frau Ruppel im Fach Textiles Gestalten übernommen. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für den Chor der Klassen 6. Nach diesem Beitrag wollen wir das Programm mit einer ca. 15-minütigen Pause unterbrechen. Sicher irgendwann Lieder, die wie Brücken sind.
diesen Kinderworten, da hat zu später Nacht eine Frau mit viel Musik im Kopf ein kleines Lied gemacht. Das Lied kam bis nach Frankreich, Yvonne und auch Madeleine, die sangen es zusammen, sehr deutlich und sehr schön.
wo die Regie hervorragend. Ich will das noch ein bisschen herauszögern, bis die Pause anfängt. Es wird ein Bösewicht nach vorne geholt. Er weiß schon, um was es geht. Die anderen wissen es noch nicht. Das ist der Frank aus der 5C. Ich denke, er macht sich heute das Schönste. Oh, Entschuldigung, aus der 6C. Man ist doch um ein Jahr älter geworden. Nämlich gerade heute an dem Tag hat er alles stehen und liegen gelassen. Und ich denke, wenn wir mit 690 zusammen ein Happy Birthday singen, ein schönes Geburtstagsgeschenk kann man dir nicht machen. Das ist der Frank aus der 6 Charlie. Thank you.
60 jungen Musiker gemeinsam ein karibisches Volkslied mit dem Titel Bananenblutsong und verabschieden sich mit der momentan heimlichen Hymne und der Erkennungsmelodie der Bläserklasse, dem Monster Rock von Tom Malter. Heute Abend in folgender Besetzung: Daniel Hofstetter, Florian Klug, Maximilian Schäfer aus der 9a, Johannes Schäfer, 9a, Martin Storch, 10b. In dieser Formation probt die Band seit etwa einem halben Jahr. Beim Schulfest und beim Benefizkonzert für Hochwasseropfer konnte man sie kürzlich auch hören. Viel Vergnügen mit der Schülerband! Trip my woman,
Schüler bei mir im Haus, ja? Und ja, wie geht's euch denn? Hat's euch denn gefallen, das Programm? Oh mein Gott, ihr seid so leise, ich höre euch so schlecht. Lauter, lauter! Yeah. Wollt ihr noch mehr hören? Wollt ihr noch mehr hören? Ja! Das will ich aber auch hoffen. Ja, okay, alles klar, dann fangen wir gleich mit unserem zweiten Song an. Und ich hoffe mal, ihr enjoyt es. Waren die Chorleute? Ah, rote Westen hier. Ihr könnt das singen, oder? Ja, da ich ja nicht im Chor bin, also müsst ihr mir das mal beibringen, ne? Ja, wir singen jetzt einen Song. Und den Song, den wir jetzt singen, da müsst ihr alle mitsingen, weil ich möchte euch mal hören hier. Ihr sitzt alle so steif da, was ist denn los? Hä? Habt ihr alle zu viel Aspirin geschluckt? Das kann man nicht sagen, ja. Müssen wir ein bisschen lockerer werden, ein bisschen mit mir mitsingen hier. Und dann... Ja. Singt einfach mal mit mir, bitte. Kennt das Lied als nächstes? Das nächste Lied müsst ihr mit mir mitsingen. Oder ich muss runterkommen und du singst mit mir. Ja, auf geht's. Der nächste Song. Aha, jetzt gehen die Gesichter auf, die Ohren werden wach, die Augen gehen auf und wir wissen, was das für ein Song ist, ne? Und die Älteren hier, was ist los? Ich höre euch nicht. Sagt mal alle, hallo! I remember where we used to stay. Got a little broody way in Brooklyn. So vintage. How about a sermon? Take a word of this. For the good people we met. Good friends we had. Good friends we lost. Along the way.
Ich will ganz speziell Menschen hier Dankeschön sagen. Das ist der Rudi Hess, der hier alles gemanagt hat für uns. Der ist der absolut tollste Lehrer. Zu einem ist er, kann alles so gut. Und er ist der sowieso, der sieht so gut aus. Ja, der Rudi Hess. Und deswegen singt ihr alle für mich. Es gibt nur ein Rudi Hess. Ein Rudi Hess. Es gibt nur ein Rudi Hess. Ja, wir machen das. Ein Rudi Hess. Yeah. Es gibt nur ein Rudi Hess. Hey, 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 es gibt nur ein Mund. Ja, Mund, auf die Bühne. Ja! So, nun kommen wir zu unserem nächsten Programmpunkt. Henrike Stufer aus der Jahrgangsschule 12 hat zu Beginn des heutigen Abends bereits ein Lied gesungen. Sie wird nun noch einmal einen Song aus dem Musical Porky and Beth von George Gershwin interpretieren. Henrike ist unter anderem Sängerin bei der Neuhofer Big Band Vorsicht Gebläse. Herr Jürgen Weber wird sie noch einmal am Klavier begleiten. Es fehlt ja noch ein bisschen was Volkstümliches und wir haben also jetzt ein bisschen was
aus dem Amerikanischen. Wir haben uns lustige Hüte aufgezogen und wir werden heute ein bisschen Country and Western vorspielen. Thank you.
bisschen hinten rum. Ganz, ganz ruhig. So. Ich verstehe es ja nach 5 Stunden. Musik, das nächste Lied, was wir machen, handelt von folgender Sache, muss ich jetzt ein bisschen erklären. Ich spreche ein bisschen die Eltern an. Es gibt wahrscheinlich Leute, die lassen ihre Kinder morgens ohne Frühstück mit uns als Varianten kommen. Und da gibt es natürlich nicht Eltern, die hier sitzen, das sind andere. Da gibt es einen amerikanischen Geschäftsmann bei uns in der Schule, der misst das brutal aus. Jeder braucht halt was zu essen, was zu trinken. Und wir dann in der ersten Stunde erleben dann die Schüler aufgebaut wurde, Stückchen, was zu trinken und so weiter. Das wird in der ersten Stunde alles konsumiert. In der großen Pause das Fragespielchen. Die Leute rasen wieder zu James. Also ich nehme mal an, James, das ist finanziell sehr interessant für dich. Was machst du mit dem ganzen Geld? Wenn du mal zu hast, nur zur Tankstelle, aber das ist keine Alternative. Und über diesen amerikanischen Geschäftsmann an unserer Schule haben wir ein kleines Lied gemacht. Und das wollen wir jetzt singen. Oh, James. Wenn schon sicher warst, du bist für uns der gute Gast. Oh James, dein armer Häuschen ist bekannt. Thank you.
Deswegen haben wir auch jetzt dieses große, schwere Ding weggelegt. Kurz die Geschichte von diesem Ding, das stammt aus der Zeit, als Gusselenk hier an der Schule war. Das habe ich neulich mal gefunden, irgendwo auf dem Schrank von Musikraum und habe es ein bisschen restauriert. Aber ihr seid gewohnt, dass wir ein bisschen andere Musik spielen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, also zum Letzt noch ein etwas rockiges Stück. Dazu brauchen wir nochmal die Sängerin. Ich bitte noch die Henrike zu uns zu stoßen und ich singe nochmal Long Train Running. Hören, was der André vorbereitet hat. Wenn wir ganz still sind, können wir den ganzen Kanon jetzt von der Empore hören, von einem Schüler aus der 13, auf besondere Weise. Das ist ein Handy.
Dankeschön, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Schulmusik.